Fire Team Ban. Radiant Team Ban. So, willkommen zurück in der Joint Lotta League Season 4 Division 2 Playoffs Asia zwischen Regal und Awake. Regal liegen 1 vorne. 1-0 gegen Awake in diesem Best of 3. Mit, ja, relativ langwierigen Dusa, Gyrocopter, Death Prophet, Gedöns, was tatsächlich gar nicht so lange gedauert hatte, wie ich erwartet hatte. Sehr zu meiner Freude und wahrscheinlich auch zu den meisten Zuschauern Freude. Aber, naja, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze kürzer wird oder ob das ähnlich läuft wie eben. Ich will ja keine Vorteile über die asiatische Szene haben, von daher glaube ich mal, dass hier alle Strategien viable sind. Die Bans sehen so aus, als ob sie dieselben sind wie vorher. Besonders Regal hat natürlich kein Problem mehr, mit dasselbe nochmal zu spielen. Denn das sah so aus, als ob sie das sehr gut spielen können. Aber mal schauen, ob Awake hier ein bisschen durchmischt. Dire Team Pick. Ja. Jetzt ist es Regal, die Vengeful Spirits erst picken. Außerdem kein Dazzle für Regal. Aber ich sage nein. Denn das, jo. Der Dazzle hat sich sehr ausgezahlt. Sehr schöne Graves. Die 5 Sekunden waren teilweise nicht immer entscheidend. Aber die 5 Sekunden haben halt dafür gesorgt, dass der Damage von wichtigeren Zielen wegkommt. Und teilweise halt sehr viele 4 zu 1 oder 3 zu 1 Trades waren. Wo der eine halt dann immer nur das Grave war, einfach das Grave hat dafür gesorgt, dass es eben nur der eine gestorben ist und nicht im Endeffekt der Damage halt schnell umgeschwenkt werden konnte. Was halt der Vorteil von diesem Helden ist. Wer hätte es gedacht? Na gut. Nächster Pick. Mal schauen. Awake lassen sich mal wieder Zeit, waren auch eben das Team, was doch gerne die Reserve Time komplett benutzt hat. In den ersten paar Picks und Buns. Aber. Tidehunter. Wer hätte es gedacht? Ach, come on. Könnt ihr bitte was anderes spielen als eben? Wäre doch wirklich langweilig. Emoticons. So, Tidehunter und was war das beim letzten Mal? Nein, kein Dingens, kein Loser. Ja doch, es war die Death Prophet, die da gepickt wurde. Mal schauen, ob Awake die Death Prophet jetzt wieder pickt. Oder nicht. Disruptor! Disruptor, nice! Nice, Disruptor. Nice. Disruptor ist so ein geiler Hero. So underutilized. Teilweise halt auch scheiße. So auf der Lane. Oder wenn es halt nicht funktioniert. Aber richtig geiler Held. Richtig coole Aktionen sind damit möglich. Und Awake scheinen jetzt auch diesmal auf Teamfight zu gehen. Während Regal jetzt auf der anderen Seite sagen, okay, wir gehen mit Viper, Vengeful Spirit und eben nicht auf Teamfight. Teamfight hat zwar letztes Mal für Regal ganz gut funktioniert. Aber auch schon schön der Death Prophet-Bun von Regal, der erstmal sagen, okay, komplett unser Lineup spielt ihr bitte nicht. Ihr müsst ja schon was Eigenes ausdenken. Mal schauen, ob jetzt hier irgendwie, na gut, ein Dazzle ist gebannt, aber ob jetzt hier vielleicht allein gebannt wird. Oder, ja, ob da jetzt auch die Dusa gebannt wird. Nein, die Dusa wird nicht gebannt. Dusa wäre unter anderem eventuell jetzt hier auch für Regal noch drin. Denn bisher, Ravage ist der Loser relativ egal und halt auch der komplette Disruptor ist ihm halt egal. Klar, sie können ihn besser kiten mit der Glimpse, aber Static Storm, ich glaube, Split Shot geht durch Static Storm. Ist ja kein, ja doch, sollte eigentlich durchgehen, von daher interessiert sie das nicht. Void gebannt erstmal, auch ganz sinnvoll dagegen, obwohl eventuell schnelles Glimpse dem Void ein Chaos machen könnte. Andererseits würde der Void auch ein BKB bauen, dann wäre das auch egal. Aber PA wird es sein für Awake. Disruptor PA
und Tidehunter mit der Ravage genug Zeit erkaufen der PA, dass sie schön reinkritten kann. Scheint zumindest der Plan zu sein. Das Schwierige wird natürlich sein, die PA ins Ziel zu bekommen, abseits von dem ersten Jump. Denn so eine Viper mit Viper Strike macht schon einiges, wenn es darum geht, Dinge zu kiten. PA ist natürlich ein bisschen schwieriger kitebar, wenn sie ihr Ziel slowed und selber noch dran springt. Aber abseits davon, 4 Staffs sind auf einmal jetzt hier Gold wert. So, ja, mal schauen, ob jetzt hier Regal wieder mit einem defensiven Support kommen. Vanish sollte eigentlich für einen Stun erstmal reichen. Besonders, weil noch nicht wirklich Channeling-Sachen raus sind. Phantom Assassin wird auf BKB gehen. Tidehunter ist relativ egal, weil die Ravage kommt so oder so raus, wenn kein Silence da ist. Und Disruptor ist zu weit hinten. Und daher könnte eventuell bisher, nach dem Mindset, Regal noch ohne so einen super aggressiven Support rauskommen, mit viel Control. Muss man sehen. Wisp ist halt hier noch drin, aber weiß ich nicht. Dazzle ist raus. Wenn sie halt entweder Control noch haben wollen, können sie einen Ogre picken. Ist natürlich auch gegen Phantom Assassin ziemlich cool. Sie könnten auch noch einen Line wieder picken. Ein schnelles Hex gegen Phantom Assassin ist richtig geil. Und sie können die Phantom Assassin dann halt so weit, kiten. Aber es wird der Witch Doctor. Physical Damage gegen die PA. Sollte halt auch genau dasselbe tun. Auf die Ravage warten. Disruptor könnte halt ein Problem sein, hat halt zwei Skills, um das Ganze abzubrechen. BKB, also Witch Doctor braucht ja einige Items, um am Leben zu bleiben. Prinzipiell wäre das cool, halt irgendwie E-Blade, also beziehungsweise Ghost Scepter into Agas. Aber er muss halt sehr stark auf den Disruptor, auf den Static Storm, auf die Glimps und auf dann auf die Ravage aufpassen, um da halt wirklich Dys durchzuhalten. Bin ich mal gespannt, ob das passt. Auf jeden Fall sehr viel gucken auf den Witch Doctor, wie weit sein Positioning stimmt. Aber ansonsten halt super Wahl gegen die PA. Mit einem Physical Ulti, mit der Cast, die halt auch noch anderes rumbouncen kann. Ja, und vielleicht ein bisschen Heal am Anfang. Auch Early Game halt nicht zu verachten. Viper, Venge und Witch Doctor sind eine ziemlich starker Panzer. Viper ist halt so schon ein Panzer. Und mit einem Heal und einem Stun dabei. Und Prinz Werner, gut, die Aura wird nicht so Early Game sein, aber hey, Aix, apropos Panzer, cool. Earthshaker und Aix, beides Helden, die man in jedem Cast eigentlich drin haben will. Earthshaker macht schöne Echo Slams, außerdem halt noch eine weitere Long Range Stun für den Witch Doctor. Aber Aix, ich wusste gar nicht, dass es hier Mouseboards ist. Ist ja interessant. Ein Aix gegen die PA ist gar nicht so schlecht, mit einem Blade mehr dazu. Ansonsten, ja, würde ich jetzt mal so langsam sagen, dass Awake Damage braucht. Aix und Viper, ja. Wir müssen jetzt irgendwas für Damage Carry ausdenken. Bin auch mal gespannt, ob Awake hier eine Arteezy PA in der Mitte spielen oder ob die gecarried wird. In der Mitte, ja, gegen Viper, okay, nevermind. Das wird wohl eine Safe Lane PA. Die Frage ist jetzt, sie brauchen irgendeinen Midlaner, der Damage raushaut und gegen eine Viper kann. Dann bin ich mal gespannt, was sie da finden. Aix auf einer Trilane gegen Disruptor, PA, Earthshaker könnte relativ eklig werden. Naja, bin ich mal gespannt, wie er sich da hält. Meepo-Bun tatsächlich von Regal. Also entweder ist es hier Trollmode oder es würde passen. Meepo dagegen, weiß ich nicht, ob das so gar nicht so gut wäre. Wenn er im Call ist mit dem Aix, drei Meepos machen viel Damage, aber es macht noch ziemlich viele Spins. Weiß ich nicht. Quap ist eine super Wahl eigentlich. Gegen Viper einigermaßen okay, hat guten Damage, kann gut durch BKB durch. Wobei die BKBs, glaube ich, hier bei Regal nicht wirklich rauskommen werden. Tja, letzter Pick hier auf der Safe Lane. Das heißt, sie wollen Aix Safe Lane oder Aggressive gehen. Kann auch Aggressive gehen, das wäre eine Idee. Bench Witch Doctor, Aix. Möglich. Ist halt auch nur ein Shaker und ein Disruptor. PA am Anfang ist gar nicht so schlimm, ja. Könnte ein Aggressive Channel werden. Die Frage ist halt dann, was Safe Lane sie? Und ich glaube, Aix würde auf der Offlane alleine ein kleines Problem haben. Wenn halt die Fischer sitzt oder halt ein Glimpse und dann Fischer Block, das, ja, könnte relativ schnell tödlich für den Aix werden und relativ oft tödlich sein.
Weil das ist relativ einfach zu exekutieren. Das Jacke muss einfach nur in den Spot rein und dann kommt die Glimpse und dann ist der X tot. Andererseits immerhin, denn ja, Earthshaker und Disruptor sind halt so ein Duo, was durchaus ziemlich gut roamen kann und eigentlich jede Lane pickoffen kann. Besonders halt in der Mitte auf die Viper. Wenn sie halt einmal out of position ist, ist sie halt für immer out of position. Deshalb weiß ich nicht, ob es hier besser ist, aggressive zu gehen und die Supports zu binden oder nicht aggressive zu gehen und halt trotzdem die Supports zu binden. Und es scheint... könnte noch Ake Solo gegen Tidehunter... Eine Viper-Akro-Trailane. Und dann irgendwie einen OD-Mitte. OD wird wahrscheinlich Mitte gehen. So. Weil die Quap Mitte ist. Oder sich den Phantom Assassin Mitte. Ah. Na, egal. Auf jeden Fall Toy, der Carry aus dem letzten Spiel. Nimmt schon mal die Phantom Assassin. Das könnte mal dafür sprechen, dass er halt nicht in die Mitte geht. Außerdem OP Bungie's Bun Cell Roti. Nicht Bun Roti Cell. Auf der Quap in der Mitte. Könnten jetzt relativ Standard-Lanes von Awake werden. Regal. JNY. Ja, OD Mitte. Visem. Ah, erinnere dich. JNY war, glaube ich, Offlaner. Ja, war Offlaner. Von daher. Mal schauen, ob es hier aggressive wird oder nicht. So. Also, wie schon im letzten Game, haben wir eine Pause. Okay, nein, das war unexpected. Ich wollte gerade die Teams vorstellen. Wenn sie jetzt hier nicht swampen... Keine Ahnung. Was brauchen sie für eine Akro-Line? Nicht viel, aber da sie hier schon so aggressiv losgehen, könnte es doch ganz gut sein, ob sie da schneller sind. So wie es jetzt bisher so aussieht, ist es eine Aggressive Tri-Line mit einer Viper. Aber da kann sich ja noch sehr viel ändern. Keine Ahnung. Würde ich jetzt noch nicht callen. Wäre auf jeden Fall möglich. Und es wäre ziemlich geil. Frage ist, ob Awake das auch so geil finden und dann dodgen. Aber das werden wir dann jetzt wohl gleich sehen. Tja. Ansonsten. Schauen wir uns in die Graphen ein. Nein, Spaß. Ja. Na gut, dann. Glaube ich mal, haben wir auf jeden Fall Solotic auf der Solo-Lane. Solotic, ha, krr. Wie passend. Bungie ist ja wieder auf der Quap in der Mitte. Toy, NNK. Weiß ich, LT3, was das für ein Unicode-Ding war. Moment. Achso, Toy loves NNK. Okay, das war einfach. Less than und 3. Das, glaube ich, brauche ich keine UTF-8 oder Unicode-Tabelle rauszuholen. Boom und Lapsus übernehmen wieder die Supports. Disruptor und Earthshaker und zu guter Letzt, ja, wie gesagt, PA Carry. Die Frage ist, wohin? Der Ward wurde gegeben und damit auf jeden Fall teilt er erstmal so. Und es sieht so aus, als ob hier kein Dodge kommt. Oder? Oder? Drop auf die Safe Lane? Ah. Okay, es scheint eine PA Mitte zu werden. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob das irgendwie gescoutet wird und dann sieht er doch schnell die Viper in die Mitte stellen. Aber es sieht nach einer Aggressive Trailer aus, das sieht mit Eggs aus. Ausgezeichnet. Die Viper kann halt durchaus, sie können hier durchaus sehr schnell rumswappen. Die Frage ist, ob sie irgendwas spotten früh genug. Kann halt auch sehr schnell passieren, dass sie ja noch in Lane swappen, aber ich glaube mal, jetzt so langsam sind die Lanes fest. Auf jeden Fall schön gemacht von Awake hier. Also eine Quap gegen einen OD ist absolut keine gute Idee. So, Viper ist in der Mitte. Es wäre relativ geil, wenn sie jetzt hier wieder swappen, weil das halt, naja, nicht Bait ist, aber es ist halt ein Fake. Also die Viper holt sich die Rune und der Rest blockt. Von daher, es scheint aber zu bleiben, von daher... Gute Wahl hier. Oh, wunderschöner Block und es könnte unser First Blood sein von der Viper. Oh ja, das reicht definitiv an Damage. Oh, yeah, yeah. First Blood für... Bam! Für Solotic. Damit hat die Viper jetzt nicht gerechnet. Außerdem schon frühe Roaming Supports. Ist eine sehr gute Idee. Und halt auch direkt Creeps-Skipping von Aches. Um Stack-Wop absolut nicht einfach zu machen. Und it's a trap. Ah, ne. Geht nicht nah genug ran. Ja, it's a trap.
Kennst du Trap? Nein. Okay, kennst du dann. Tja, und OD und Witch Doctor holen auch schon schnell die PE. Machen sie sehr low. Allerdings wird die PE halt auch immer Mana haben für den Dagger. So, nächstes Creep Skip. X kommt hier an. Quomp hat doch gar nicht viel zu lachen gegen die Creeps. Aber Support ist jetzt da. Earthshaker wollte den Block-Off machen, aber muss ja jetzt halt schwierig vorbeikommen. Jetzt kommt der Glimpse und jetzt kommt direkt der Call. Die Frage ist halt, ob wir das Raum bekommen. Den Disruptor könnten sie bekommen, aber Venge for Spirit hat keinen Stun leider. Weil er erstmal die Wave geskillt hat, um es halt einfacher zu machen. Bisschen greedy. Jetzt 2:0. Das ist keine gute Zahl, um so eine Aggro-Lane durchzuhalten. Wieder versucht hier auf den Krieg zu kommen, aber ein bisschen zu spät. Eventuell auch versuchen, hier die PE zu ganken. Allerdings. Oh, ist das ein Block-Off? Es ist ein Block-Off. Richtig gut gemacht. Und jetzt ist die PE da. Sehr schöne Wall-Off. Der zweite schon von Earthshaker. Richtig wichtig. Oh, oh. Und die Cascade richtig schön ihn gerettet. Aber Glimpse ist. Na gut, 15 Sekunden. Es wird nichts. Aber. Letzter Hit. Oh, das Raptor kriegt den Kill. Schön knapp. Auch noch High Ground. Aber hat funktioniert. Auf der Offlane. Haben wir gar nicht geguckt. Okay, falsch Recap, egal. Auf der Offlane haben wir eine Viper gegen einen Tidehunter. Da ist die Viper. Ja, Tidehunter hat er ein bisschen Solo. Dementsprechend hat er noch ein paar Last Hits. Aber ansonsten wird Viper wahrscheinlich auf lange Sicht das Ganze dominieren. Und wenn sie. Aber mit Support eventuell könnte der Tidehunter was dort tun. Viper Level 2 ist noch nicht gar nicht so tanky. Von daher vielleicht. Vielleicht könnte hier was möglich sein auf der Top-Lane. Generell, aber jetzt Creep-Skipping mit zwei Supports, von daher wird die Quop da relativ schwierige Zeit haben, um halt wirklich Last-Hits zu holen. Creep-Skipping wird gemacht, die Quop kann jetzt halt hier vom Forest aus ein bisschen was kippen und ups, da oben wird halt eben der Go gemacht auf die Viper, Glimpse und Kill. Ja, ist halt noch nicht so tanky. Level 3 mit 3 Armor, das reicht halt absolut nicht. Ist halt ein bisschen bitter. So, es wird angesagt hier, TP ist da. Und jetzt wird hier gegoat. Da ist die Quop, kein Bounce, aber... Oh, kann man auch kein Mana für den Stun, das war ein bisschen greedy hier. Ja, TP hier einfach raus, aber ja, das war ein bisschen unnötig hier. Das war ultra greedy von der Quop und da hätte sie auch einfach warten können bis zum nächsten... Bis zum nächsten Blink. War ein bisschen unnötig hier. Hat vielleicht gesehen, dass kein Mana da war, aber hat dann nicht die Clarity gesehen. Und dann war es auch schon vorbei. Disruptor kommt hier rein. Das wurde anscheinend aber auch nicht gehört. Sonst wäre das ziemlich schnell auch tot. Hier ist schon gefressen, aber wird noch nicht gesehen vom Earthshaker. Und aber der Earthshaker wird halt gesehen, deshalb ist es halt hier so ein... Wartet halt hier in der Hoffnung, dass er hier Wraparound machen kann. So, Wall-Off jetzt auf X. Jetzt kommt er hier tatsächlich nicht durch. Schön, schön gefressen, aber Call wird hier gemacht für mehr Armor. Nein. Na gut, okay. Damit stirbt auch die Vengeful Spirit. Witch Doctor ist zur rechten Zeit abgehauen, beziehungsweise eben nicht. Und somit ein 5. Ne, ein 6. 6:1 für Awake. Es fällt doch ein bisschen auseinander, würde ich jetzt mal so sagen. Auch Solotte kann jetzt hier die Viper richtig schön bullien. Hat die Rune hier. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass er hier auch auf seine Ravage hofft, weil dann ist es ein Kill mit der Double Damage Rune. Mal schauen, ob er dafür genug Geduld hat. Die Rune sollte so lange halten. Muss allerdings halt jetzt noch erstmal ein bisschen offen. Ja, Mana sieht auch schlecht aus. Muss halt ein paar Bottle-Stücke nehmen, bevor er das machen kann. Ist jetzt hier Level 6. Mal schauen, kriegt aber erstmal Support, um den Kill noch einfacher zu machen. Mit dem Glimpse wird es dann noch einfacher. Aber ja, Viper weiß genau, was Sache ist, beziehungsweise hat auch gepult worden von Boys. Von daher passiert erstmal nichts. Halt ein bisschen schade für den Titan, ne? Hat sich schön die Rune dafür aufgespart. Um das Ganze dann hier die Ravage zu treffen, aber wird erstmal nichts passieren, doch, nämlich ein Kill.
Ja, finde ich ein bisschen zu früh, aber hey. Reicht doch so. Schöne Swings, aber den Last-Hit bekommt er da nicht. Earthshaker holt sich den Kill. Sehe schon 1100 Gold, das sind die Mana-Boots für Earthshaker. Da freuen sich doch definitiv Leute drüber, außer Boom, der sich darüber nicht schert. Hallo? Mana-Boots? Hallo? Mana-Boots? Mana-Boots? Hm, dann nicht. Okay. Tja, 7 zu 1. Das läuft ziemlich gut für Wake. Es freut mich sehr, dass wir hier einen Disruptor sehen, der funktioniert. Allerdings natürlich auch doof für Regal mit einem X-Lineup. Ja. Auf jeden Fall, egal wer hier gerade vorne liegt, es bockt zu gucken. Und jetzt bocken, jetzt sehen wir wahrscheinlich auch einen OD, der Probleme bekommt. Allerdings kann der natürlich auch mit seinem Astral da relativ einfach aus dem Glimps raus. Und daher wird er erstmal nicht gegoat. Suchen jetzt hier vielleicht im Wald eine Axe zu finden. Allerdings ist der Axe im Gegnerwald. Was, ja. Zumindest haben sie da mehr Vision. Jetzt hat die komplette Lane ausgegeben ohne den Tower. Es ist halt natürlich ein bisschen doof hier zu farmen. Da ist die Quap erstmal nach oben gegangen und Tidehunter farmt wahrscheinlich jetzt gleich Ancients. So, da wird jemand gefunden, nämlich einen Witch Doctor. Das ist gar nicht so eine gute Idee, besonders gegen einen Haze Tidehunter. Ups. Ich habe das Gefühl, dass er hier tot ist. Nein. Hat Angst vor TPs. Das kann ich voll nachvollziehen. Besonders weil er 2-0-1 ist. Und eigentlich jetzt hier nicht seine Führung aufgeben will. Nutzt jetzt hier die Haste noch, um die Mitte vielleicht zu ganken. Muss natürlich bei der Ravage aufpassen, dass er da nicht unbedingt bis geblockt wird. So, so, ja. Ja, das hätte man timen können. Okay, jetzt hat er getimed, immerhin den Witch Doctor, aber der wird natürlich zurückgeglimpst. Aber es kommen relativ viele schöne Hammer, aber jetzt ist die Viper hier und Damage ist getan. Damage ist getan und zwei Kills dann noch rausgeholt. Eventuell sogar ein dritter hier. Tidehunter ist low und Axe hat einen Cunning Blade, aber er bleibt stehen. Disconnect. No. Hat er zugeguckt, wie die da, wie die Viper noch mehr Kills machen. Das ist halt ein bisschen bitter. Er hat auch leider keinen Battlehanger, aber ist halt einfach schneller tatsächlich. Ah, okay. Da ist die Rotation da, aber ziemlich bitter von JNY, dass er da einfach da stehen geblieben ist. Entweder hat er zugeguckt oder hat einen großen Leck gehabt oder hat irgendwie seine Maus, keine Ahnung, die Katze hat seine Maus gefressen oder so irgendwas. Naja, verschenkter Kill für den Axe, aber auf jeden Fall wichtige Rotations, dass sie da wieder ins Spiel zurückkommen. Hat der Ravage vielleicht ein bisschen zu kurz gewartet. Hat immerhin die Bouncing Cask dafür verhindert, dass er direkt mit dem Witch Doctor gestunt hat, aber weiß ich nicht. Hätte er da noch mehr machen können. Trotzdem halt, ja, overextenden. Es kam 5 TBs. Ist halt so. Mal schauen, Tidehunter 202. Ist relativ gut für die Offlane, aber ja, Blink wird trotzdem noch ein bisschen dauern. Es sei denn, er kann jetzt hier wirklich jeden Stack farmen. Und das sind einige Stacks. Ist doch die Frage, PE hat gerade irgendwie nichts. So, hm. Portraits, okay, ja. Nichts ist halt immer so eine Sache, aber ja, es wird noch ein bisschen dauern für das Battle Fury. Und das ist auf jeden Fall die Zeit, wo jetzt hier Regal ein bisschen nachholen können. Besonders wenn wir jetzt hier auf die Last Hits gucken, wo Regal ziemlich weit vorne sind. Auch in Sachen Net Worth sind die ersten drei tatsächlich auf der Seite von Regal, obwohl es 8 zu 4 steht. Aber nach diesem Turnaround hier mit ein bisschen strategischem Feeden vorne her, kann das natürlich sein. Und die Quop hat vielleicht ein kleines Problem. Er würde halt natürlich lieber, dass die Quap hier drin steht. Aber jetzt ist die Rotation da, Stun ist da und ein Easy Dunk. Easy Dunk. Ja, Axe mit quasi 0-2 bzw. 1-2 gewesen und trotzdem nach 10 Minuten blinkt er. Gut, 45 Last Hits, Top Farmer, fast auf dem Board. Aber ja, haben sie doch nicht so weit shutdownen können, wie sie gerne wollen. Ja, Vipers auch, ja, sah vorher, glaube ich, besser aus. 10 Minuten, ja, Networth war nie wirklich groß bei Awake, aber XP war halt schon gut. Ja, es sind auch nur 1000. Ist ja nichts, Regal haben halt jetzt doch tatsächlich das Spiel wieder übernommen.
haben halt jetzt die Möglichkeit, mit dem Ex jeden Hero zu ganken, den sie wollen. Sobald auch nur einmal die Venge dabei ist. Und das scheint sie immer zu sein. Und das, ja, wird jetzt eine schwierige Zeit für Awake, dahin zu kommen. Gute Disruptor hin und her, Earthshaker hin und her, das wird schwierig. Und wenn hier die gute Aggressive Wards da sind, dann ist das auf jeden Fall schwierig. Queen of Pain könnte jetzt hier wieder ein Problem bekommen. The Trap ist set. Aber ja, die Wave ist natürlich... Die dauert, glaube ich, noch ein paar Minuten, bis sie da ist. Eventuell finden sie... Oh, der Disruptor, den haben sie im Board gesehen. Der Disruptor ist tot. Bonk, bonk, bonk. Oh, sogar noch gestunt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das Mana einfach nicht genug ist, um zu stunnen eigentlich. Um casual zu stunnen. Aber ja, doof gelaufen für den Disruptor, konnte er nichts tun. Absolut nichts. Radiant's top tower is under attack. So, eine weitere. It's a trap. Aber auch hier will niemand zubeißen. Sentry Ward. Bisschen zu weit oben. Natürlich gut gedacht. Disruptor, glaube ich, haben sie irgendwas gesehen. Ich habe jetzt nicht ganz gesehen, wo sie gesehen haben, dass der Disruptor da eine Vision hatte. Aber da haben sie die Ward gesehen. Ich weiß nicht ganz, den Disruptor haben sie einfach anblinken können. Von daher überrascht es mich, dass sie da die Division gesehen haben. Naja. Nun gut. Weiterer, zumindest Invis-Rune jetzt hier. Blinkdeck auf Titan ist auch vorhanden. Naja, kann jetzt hier die Action beginnen. Das erste Ziel ist OG, der ein bisschen wenig Mana hat, aber hat seinen Midas benutzt. Und ja, hat trotzdem noch keinen, oder jetzt genug Mana für sein Astral. Immerhin. Aber es wird auch Dach nicht sein. So wenig Mana, dass er zurück zur Base kommt, was wahrscheinlich besser für ihn ist. Denn hier ist das komplette Lineup von Awake, steht in der Mitte rum und hofft, dass irgendwas kommt. Aber jetzt kommt erstmal der Sprung auf die Phantom Assassin hier. Und it's a trap oder it's a bait von Aix, der zwar hier relativ übel da drin ist, aber schöner Swap raus. Ravage allerdings trifft auf einige schöne Wave of Terror. Trotzdem aber kommt der Hammer jetzt hier und was ein Wall-Off von Lampsis, das nicht so gut lief, glaube ich. Denn jetzt hat die Quop ein Problem. Aber auch die Viper und schöne Echo Slam sorgt hier dafür, dass eventuell Dodge... Nein, Dodge nicht, wenn du einmal dodgen sollst. Team Wipe. Okay. Ja, das war sehr gut für Awake. Außerdem war Ex ein bisschen weit vorne. Das Problem war tatsächlich nur, dass dieser Bait nicht ganz funktioniert hatte. Haben sehr, sehr viel auf Ex geworfen, aber sie hatten halt immer noch die Ravage, immer noch einen Echo Slam. Und immer noch die Wave of Terror, um das komplette Gegner, komplette andere Team auseinanderzuwerfen. Und daher war es halt in dem Sinne scheiße von Quop, dass sie hier stehen bleibt. Nein, scheiße von Aix, dass er da halt nicht das richtige Ziel geholt hatte. Also der Call halt eben nur auf einen war. Andererseits hatten sie auch keine Vision, von daher lief's halt scheiße für Regal. Einfach, dass sie das da away komplett hinterstand. Gut, erste Ward ist gesetzt und sehr aggressiv von Regal hier. Und ja, das passiert halt eben gegen den Disruptor, aber Call ist da, Titan ist da und schöner Death Ward, der einiges in Damage macht, aber nicht genug. Und ja, jetzt sollten sie, glaube ich, zurückziehen. Aix ist zwar noch da, Call in 2. Eventuell könnten sie jetzt hier... Nein, wollen sie nicht tun. Muss jetzt hier die Ex aufpassen. Schöner Swap wieder. Aber ja, da ist halt auch wieder ein sehr komischer Glimpse. Beziehungsweise der Jump ein bisschen zu früh. Aber ja, da verlieren sie jetzt sehr viel mit dem Chasen. Sind Awake richtig gut. Mit Disruptor, mit einer Fissure und mit einer PA kommen da nicht wirklich viele Helden weg. Beziehungsweise von Lineup von Regal gar keinen. Das sind alles relativ tanky. Relativ langsamer Helden. Und ja, das es gibt Tote, wenn man ein Teamfight verliert. Diese Bot sieht sehr, sehr knapp nichts.
Mal wieder ein paar Millimeter. Aber na gut. Ravage ist wieder ab. Alle Ultis bis auf das Static Storm ist wieder da. Von daher sind wieder da. Von daher geht es jetzt hier, glaube ich, für Awake auch gleich wieder weiter. Beide Supports sind auch wieder voll Mana, voll HP. Von daher sehen wir wahrscheinlich in 30 Sekunden wieder Action. Stay tuned. Grafenweise 0 und wieder oben. Ja, Regal hat das Spiel sehr stark übernommen und dann kamen auf einmal 5000 Fights und 5000 Kills. Und dann ja, war es wieder vorbei. Nicht so gut, das in der Mitte. Damit haben sie das Game wieder abgeworfen. Aber ja, naja, jetzt ist es halt even. Und even kann halt... Even heißt halt even, kann alles passieren. Jetzt haben sie aber den Mod gefunden. Und können wieder stacken für den Titan. Das ist natürlich sehr praktisch. PA ist außerdem auf BKB First, so wie es scheint. Hat aber sehr wenig. Ist auf Platz 2, Platz 1 Farmer auf Awake. Trotzdem hätte ich itemweise irgendwie mehr erwartet. Nämlich deshalb, weil sie BKB schon fertig hat. Okay. Ja, hey, shut up. Oh, guck mal da, ein Axe. Der ist tot. Schönes Blade Mail, aber das bringt natürlich jetzt nicht so viel. Gefightet wird hier. Witch Doctor ist da ein bisschen blöd drin. Und mehr ist da nicht möglich. Blink Dagger für Earthshaker nach 17 Minuten. Holy shit. 5-1. Ja. Jetzt beginnt so langsam für Regal böse zu werden. Die Gangs sind nicht mehr möglich. So wirklich. Der Teamfight ist superb. Und die PA wird fett. Mit BKB haben jetzt auch Regal gar nichts mehr, um die PA wirklich zu kontrollen. Haben halt den Damage von dem Witch Doctor, der, leider ein bisschen unterlevelt ist und halt nicht wirklich Damage ist gegen den Level 11 Phantom Assassin mit 1200 Leben und 9 Armor. Von daher, ja, sieht das hier jetzt gerade mal schlecht für Regal aus. Trotzdem, das Game ist noch nicht vorbei. Noch kann auch alles passieren. Die Networth, so langsam die Quop legt halt auch ein bisschen nach. Viper ist on par mit dem Tidehunter. Mal wieder wie anders. Das Problem ist halt nur der Ex, der prinzipiell eine Solo-Lane hatte. Ist da doch ein bisschen weit zurückgelaufen. Wie ging es zu sonst? Ex findet hier den Earthshaker. Das natürlich sehr, sehr gut ist hier dafür. Der Ward steht auch richtig gut. Das Problem ist nur, dass die PA noch ziemlich schlecht steht gerade tatsächlich. Aber kann rausjumpen und wird wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Ein Pick auf den Earthshaker ist schon besser, aber dieser Scream war knapp. Und der Call war nicht genug. Ah, das war bitter, dass er dann noch ein bisschen zuvor für Tidehunter gegangen ist. Tidehunter, muss er gucken, ob er wegkommt. Ah, kommt der Dank. 4-0. Triple Kill für den X. Ach du. Holy shit, ja. Okay. Das war doch sehr, sehr gut, dass der Earthshaker am Anfang raus ist, denn dann hatten auf einmal Wake nichts mehr, um halt irgendwie zu counter-initiaten. Und standen so dermaßen gegroupt, dass dann Echo Slam halt richtig tödlich wäre. Zwar ist Level 1 der Echo Slam, aber trotzdem. Und Roshan. Und ein X, der da hängt mit einer Wave of Terror, ist das nicht ganz gut. Medallion ist nirgendwo vorhanden, aber wie man sieht, brauchen sie das nicht. Oh, die haut einiges an Damage raus. Viper mit dem Mech. Haben sie auf jeden Fall jetzt die Möglichkeiten zum Comeback, beziehungsweise haben das Comeback jetzt erstmal gezeigt. Networth ist sehr weit vorne vom OD und generell. Von daher ist es halt aus der Hinsicht noch okay. Die Frage ist halt, wie die Teamfights laufen. Ja, das ist ein Swing. Oh. Sieht nicht so toll aus für Awake, die hier zumindest auf jeden Fall die Führung erstmal abgegeben hatten. Und jetzt halt ein bisschen... Naja, ein bisschen dafür arbeiten müssen. Besonders halt die PA, die sich dann noch einmal hier in so einem Dreieck von Leuten gefunden haben, die halt irgendwie alle auf sie geschossen haben. Und dann das Viper Ulti kam, war halt sehr böse und damit konnte sie mit ihrem BKB halt auch gar nichts machen. Von daher PA in Viper reinzupicken, wie gesagt, schwierig, weil Kite-Monster.
Vengeful Spirit. Ja, okay, es ist eine coole Aktion, aber es ist halt eigentlich trotzdem doof, wenn man hier stehen bleibt, einfach den Stun in die Fresse haut, würde ich jetzt mal so sagen, und dann halt es dann weggeht, einfach so, because I can. Hätte definitiv anders ausgehen können. Bin außerdem mal gespannt, ob lustige Aktionen vorkommen. Ich könnte mir halt ganz gut vorstellen, dass die PA, also dass Vengeful Spirit baitet, dann springt sie PA an und dann kommt halt irgendwie Stun auf den Kopf und Swap mit Eggs daneben und dann direkt ein Call. Das könnte eigentlich relativ cool laufen, so in meiner Vorstellung. Die Frage ist, ob es passieren wird und ob PA nicht halt auch einfach schon die, die Venge tot krittet. Denn wenn die Venge alleine ist, glaube ich nicht, dass PA hier im BKB anmachen wird. Und dann könnte das ziemlich cooler Bait werden. Habe ich das letztens gesehen? Ich glaube, nee. War schon ein bisschen, na nicht länger her, aber war letztens erst. Irgendwo D2L. Ich glaube, VP hat das gegen Dings gemacht, wo sie gespielt haben. VP gegen C9, glaube ich, war das. Oder nee, VP gegen EG. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, okay. Ist auch nicht so wichtig. Awake. Groupen wieder auf. Ich wurde gerade, Awake. Ja, genau. Also Füllwörter hier, die ich, machen werde oder nicht, sind immer nur Versuche, den Namen von Awake auszusprechen und absolut keine Füllwörter, die gegen meine Professionalität sprechen würden. Absolut nicht. Ich kürze immer nur den Namen von Awake ab. Sind jetzt in der Mitte und können nichts gegen die Viper machen. Ja, wenn Wortwitze nötig sind, weil das Spiel gerade nichts passiert. Schade, beide Teams farmen. Last Hits sind relativ okay, wobei die sind tatsächlich von Last Hits quasi even wie vom letzten Game. Und im letzten Game waren Medusa, Ember Spirit und Gyrocopter dabei. Also, im letzten Game war viel Fighting, dementsprechend wenig Farming mit, aber viel Farming-Helden. In diesem Spiel sind viele Fighting-Helden, aber irgendwie wenig Fighten. Na gut. Ultralate ist natürlich im PA ziemlich stark, aber ganz Ultralate, glaube ich, ist der Vorteil von Regal. Einfach weil der Death Ward, OD Hammer, Aches und Viper zu stark sind für nur eine PA. Denn Disruptor ist nachher unbrauchbar, Earthshaker ist schwächer. Und klar, Double Ravage ist da, aber muss man halt sehen, wie die BKBs stehen. Quop wird, wenn sie auf ein Fighting Build geht, cool. Bisher allerdings noch nicht. Erstmal Arganems, dass man absolut nicht skippen kann gerade. Das ist einfach zu gut, wie so 20, 40 Sekunden Cooldown. Und ja, knapp 600 Damage. Das ist einiges. Und der 40 Sekunden Cooldown, dann kann man auch schön mit farmen. Aber erstmal beide Teams pressuren die T2 Tower. Die gegenüberliegenden T2 Tower. Mal schauen, ob irgendjemand hier zurückkommt oder ob halt einfach beide Teams traden. Aber es sieht so aus, als ob Regal kurz weiter vorne sind und dementsprechend halt auch zum Defen zurückkommen können. Beide Teams haben noch Glyphe. Beide Teams werden die wahrscheinlich auch nutzen. Oder auch nicht. Somit glaube ich hier, dass... Na, Regal könnten deffen. Regal werden wahrscheinlich Highground gehen jetzt hier. Und zwei Schüsse an den Tower machen. Aber im Endeffekt da trotzdem T2 für T2 getradet haben. Glaube ich, war keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten hier trotzdem glyphen. Aber hey, das wissen die Teams am besten. Awakes sind sehr, sehr glücklich mit diesem Trade. Haben quasi ein T2 for free bekommen, weil sie unten nicht deffen konnten. Daher glaube ich mal ein Fehler von Regal, hier den Tower einfach fallen zu lassen. Hätten sie schön TPen können. Oder halt zumindest glyphen. Denn wenn sie jetzt hier Handground stehen, wird definitiv Awake jetzt hier nicht glyphen. Was ein Problem wird, wird jetzt dieser Glimpse, der jetzt kommt. Zip. Oh, okay. Spätes BKB. Das hatte ich jetzt anders erwartet, aber gut. BKB for free. BKB ein bisschen greedier. Hätte er auch am Ende machen können. Und jetzt natürlich das BKB vom Ace raus. Dementsprechend wird hier gechased. Aber Viper turned. Die Frage ist, ob das so eine gute Idee war. Ace Blink, wunderschön. Aber wow, holy shit. Der hätte noch eine Ravage. Das war ein Hammer. Das war ein Hammer. Damage. Ja, kompletter Damage war eigentlich hier nur vom OD. Und das war auch die Queen of Pain. Ups. Jetzt müssen hier Awake auf jeden Fall achten, dass sie halt nicht einfach so das Game abgeben. Besonders mit diesem Swap hier, der auch noch Earthshaker besiegt. Ibex haben wir vorhanden auf dem Titan da leider
Auch der Titaner ist vorhanden, aber ich glaube, es wird nicht gebraucht. Doch, oh nein, schon wieder ein Call und es ist ein Dieback. Nein, nein, Urne, 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 Dieback, übel. Allerdings ist jetzt, sollte auch die Viper down gehen. Allerdings, wo haben wir das? Wir haben doch noch hier eine Aegis, dachte ich. Na gut. Dieback, aber die Viper ist down, dementsprechend ist hier nichts mehr möglich, außer den Titaner noch zu diebacken. Aber es ist, glaube ich, kein Dieback gewesen, oder? Hat er gebuybackt? Doch, er hat gebuybackt. Oh, auch noch ein Dieback. Das ist übel. Ist halt interessant, dass sie jetzt doch B gehen, aber sie haben ja doch keinen Mana mehr. Kein Sustain ohne die Viper mit dem Mech. Sonst hätten sie da doch definitiv Highground gehen können. Das war übel. Und ich habe mich an der Nase gekratzt, deshalb habe ich den Fight Recap verpasst. Sorry. Oh. Ja, da sieht man doch, dass Regal definitiv hier ein bisschen die Überhand haben. PE konnte mal wieder nichts tun. Trotzdem BKB wird sie einfach gekitet. Force-Staffs sind tatsächlich noch weniger da, als ich hätte erwartet. Wir haben einen Force-Staff auf dem OD. Aber ansonsten nichts. Außerdem jetzt BKB fast fertig auf OD. Fehlt nur noch der Hammer. Der eigentlich meistens als erstes gekauft wird oder als zweites. Aber gut, hat Rezept hier gekauft, weil er dachte, er würde sterben. Sicher ist sicher. Und weiter Sex farmen. Yay. Cooldowns sind soweit fertig. Ravage immer noch 60 Sekunden auf Cooldown. Ja, hätte ich... Also hätten sie eigentlich durchaus mehr Pressure machen können. Ja, dieser Stack ist natürlich ein bisschen doof. Als PA zu machen ohne Battle Fury. Aber naja, schafft sie. Schafft sie. Vision ist hier nicht vorhanden. Ein Dominated Creep, der das Camp stackt, steht hier ein bisschen weit vorne, aber hey. Ja, was ich sagen wollte, war einfach nur, dass das Regal da eigentlich direkt wieder ein Go hätten machen können. Nicht unbedingt hier, wo sie B gegangen sind, sondern halt direkt danach wieder. Denn ab dem Zeitpunkt war die Ravage immer noch 90 Sekunden auf Cooldown. Und hätten sie halt auch einfach ohne Ravage nochmal reingehen können. Und ich weiß nicht, was Awake da entgegengesetzt zu hätten. Wir haben bisher halt Ravage und die PA. Und die PA ist halt relativ stark durch den Viper Strike oder, außer Gefecht gesetzt worden. Viper skippt tatsächlich auch den Viper Strike. Das ist ein guter Spell, aber ist halt auch nur gegen PA sinnvoll. Dementsprechend glaube ich, ist hier die Idee einfach Viper Strike auf die PA. Und dann brauche ich ihn sowieso nicht mehr im Teamfight. Außerdem ist der Teamfight, ja, war bisher ein bisschen länger, aber eigentlich auch ziemlich schnell vorbei. Denn Awake haben ein Burst-Lineup und wenn der Burst nichts killt, haben Regal sowieso schon den Teamfight gewonnen. Und wenn es halt ein bisschen länger dauert, naja, dann sollte eigentlich Exe das Zügel in der Waage sein, nicht unbedingt der Viper Strike, der gut ist, aber nicht zu viel. Haben wir hier ein Ward gesehen? Ja, aber sind mit dem Ward vorbeigegangen, weil sie wussten, dass hier jemand Highground steht. Okay. Das ist natürlich ein Grund. So, der Ward ist hier down. Und so langsam wird die Vision weniger, besonders dieser Ward wird halt auch gleich weg sein. Und dann haben wir auf jeden Fall Awake sehr wenig Vision hier. Sollten sie auf jeden Fall nicht Highground gehen damit. Wie sie es letztes Mal beim Chasen gemacht haben. Eine Invis-Rune auf dem Witch-Doktor. Das ist auch eine tolle Sache. Aber sie haben gesehen, dass da eine Invis-Rune lag. Und wenn sie jetzt vier hier sind, wissen sie ungefähr, dass der Witch-Doktor derjenige, der Invis ist. Vielleicht wäre ein X aber doch cooler gewesen auf der Invis-Rune. Wenn wir hier hinstellen und irgendjemand, der rauskommt, ist tot. Andererseits, seriously, wer sollte in der Situation rauskommen? Das wäre Suicide. Ja. Viper stellt sich Highground und wartet halt einfach ab. Jetzt ist Korb drin. Mal schauen, ob sie jetzt ein Go machen oder ob sie warten. Die Frage ist, viel länger warten können sie nicht. Denn Viper holt halt einfach in einer super Situation hier. Schönes Positioning von Visim. Holt er hier einfach die Melee Rex und sie brauchen nur noch zu warten, bis Blink Ravage kommt. Denn sie muss kommen. Richtig geiles Positioning von Regal und richtig schönes strategisches Gameplay. Wenn sie jetzt hier die Geduld haben.
Letzten Game hatten sie die Gesult, jetzt haben sie keine Geduld und wunderschöne Ravage. Das war ein Fehler von Regal, kommen sie jetzt hier rein, aber die BKBs sind draußen. Und jetzt ist ja die Frage, was sie tun können hier. Viper Strike doch auf Queen of Pain. Der Ulti zieht immer noch durch und hat jetzt zwei Helden gezockt. Der Hammer ist drauf geworden, Damage ist draußen. Swap auch noch auf die PA, das BKB ist jetzt vorbei und da ist die PA auch down. Buyback ist vorhanden, aber GG von Quop, denn das wären jetzt mindestens 2-3 Lanes of Rex. Wunderschön gespielt im letzten Sachen, obwohl sie jetzt noch ein bisschen kurz hier das Positioning aufgegeben hatten unten und doch zurückgegangen ist die Viper, um halt diese vier Helden Ravage zu ermöglichen, war das halt doch ein bisschen zu weit drin. Knapper Scheiß, aber besonders der Anfang war halt super mit der Viper, richtig schön durchgezogen hier mit dem Positioning und die Rex gefokust. Schön gespielt von Regal und damit ein 2-0 von Regal gegen Awake. In der Join Dota League Season 4 Division 2 Playoffs Asia. Somit geht es jetzt für Regal gegen den Gewinner von Rafe vs. Myth am 21.12. um 11 Uhr in einem verschobenen Spiel irgendwann. Rafe vs. Myth Trust hat noch keinen Termin, von daher kann ich nicht sagen, wann es da losgeht. Je nachdem, wie Asia Dota Uhrzeit ist, kann es auch ganz gut sein, dass wir uns da wiedersehen werden. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und ja, Join Dota League könnte man sich noch öfters sehen. Der Stream ist ja jetzt auf Join Dota, von daher kann man den relativ einfach finden. Und eventuell gibt es den Stream auch bald auf Hitbox. Also wenn ihr Hitbox mehr mögt, außerdem kriege ich dort, glaube ich, Geld, könnt ihr dort auch zugucken. Gut, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.